Moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Heute, ganz interessant, wir gucken uns eine Vedister Tempo an in der Rapsaussaat, das Ganze zu Striptill. Wird eine spannende Sache, wie das Ganze aussieht. Sind wirklich schwierige Bedingungen, muss ich sagen. Und wir gucken uns das mal an, wie das Ding performt, wie das Ding aufgebaut ist. Alles klar, Leute, bleibt dran. So, da wollen wir loslegen und Lukas erklärt uns erstmal kurz was zu dem Gerät. Wir haben gerade einmal den Träger leiser gemacht. Leiser gemacht. Gut, also wir haben hier unsere Tempo V angebaut im Dreipunkt. Ja, zusätzlich mit Düngertank vorne in der Fronthydraulik zur Tempo an sich. Jedes einzelne Aggregat ist einzeln aufgehangen im Parallelogramm. Das Parallelogramm soll in Arbeitsstellung in Waage stehen. Die Aggregate können wir einzeln beliebig verschieben, je nachdem wie wir das brauchen, von 45 bis 80 cm. Genauso ist das auch mit den Düngerscharen hier vorne. Genau, wenn wir jetzt Mais legen möchten auf 45 cm Abstand, können wir Aggregate rausnehmen, indem wir einfach die drei Bolzen hier lösen und die Aggregate, also Stecker ziehen, ne, vorne Hydraulik abmachen. Und dann das Aggregat abbauen. Kleine Korrektur, er meint 75 cm. Du hast 45 cm gesagt. Bei 45 werden sie zusammengeschoben, bei 75 müssen welche raus, ist ja logisch. Genau, genau, genau. Wir haben jetzt aktuell 50 cm Reinabstand. Wir haben an dem gesamten Aggregat keinen einzigen Schmiernippel verbaut. Die Lager hier drin sind, das ist eine Vollfettschmierung. Da brauchen wir überhaupt nichts dran machen. Ja, was man, also auf jeden Fall kann man hier ganz normal Unterfußdünger, ne, wie man das auch kennt. Hier ist Räumsterne, ne? Genau, Klutenräumer. Klutenräumer. Klutenräumer heißen die bei uns. Klutenräumer kann man, ja, kann man einstellen, wie man sie braucht. Hier hinten ist so ein kleiner Anschlag, den kann man sich einstellen. Die können ganz sachte über den Boden hoppeln und ein bisschen die Kluten räumen, aber auch aggressiv arbeiten. Also quasi Direktsaat können sie machen. Mit der Feder können wir noch die Aggressivität einstellen. Genau. Sind so gelagert, dass sie, wenn Steine kommen, ausweichen können. Sieht ziemlich interessant aus, wenn man das so sieht, wie die da über den Boden hoppeln. Genau. Wir haben hier optional unseren hydraulischen Schardruck verbaut. Gibt noch die Variante mit einer, die mechanische Variante mit einer Torsionsfeder, die wir dann halt bei jedem Aggregat einzeln einstellen können. Das Schöne bei dem System ist, dass wir das bequem von der Kabine aus ändern können. Wir haben hier unser Behälter, 75 Liter Fassungsvermögen. Bei der gezogenen Variante, die Tempo L, sind das 100 Liter. Gut, wir haben, wenn das auseinandergebaut ist, haben wir hier die Seescheibe sitzen. Seescheibe gibt es unterschiedliche Varianten. Das ist jetzt 121 Loch, sprich also für Raps. Wir haben noch 41 Loch für Rüben und 32 für Mais. Wir haben hier ein Überdrucksystem. Sprich, Luft wird von da oben angesaugt, gelangt dann ins Seeherz, hier durch dieses Gitter. Dieses Gitter ist Teil des Feinsimmereien-Kits und soll dafür sorgen, dass möglichst wenig Dreck hier reingepustet wird. Wir haben hier einen Schieber, den können wir von außen öffnen und schließen. Und hier haben wir unsere Singulatoren. Die sind dafür da, also das, sprich, hier findet die Vereinzelung statt. Wenn wir den Schieber öffnen, haben wir auf dem Teil ungefähr haben wir das Saatgut liegen. Die Körner werden mittels Überdruck an die Scheibe gepresst. Die Scheibe dreht sich und wird dann von den Singulatoren vereinzelt. Die Singulatoren können wir auch außen einstellen, von 0 bis ganz, also ganz weit ran bis 9 weit weg. Wird dann vereinzelt, gelangt dann durchs Mundrohr in die Schussöffnung. Wir haben bis zu diesem Punkt 100%ige Kontrolle über das Saatgut. Hier an diesem Punkt kommt diese gummierte Rolle zum Einsatz. Die unterbricht den Luftstrom hier kurzerhand. Das Korn wird von der Scheibe gelöst und wird dann mit dem Luftdruck rausgeschossen. Zum Deckel noch. Wir haben hier noch Knockout Wheels, heißt das. Soll einfach die Löcher frei machen, falls da
Bruchkorn drin ist. Muss man die tauschen, je nach Siebrolle? Das ist ein Verschleißreifen. Genau, je nach Scheibe. Genau. Und auch Verschleiß. Mhm. Ne, wir haben hier zusätzlich noch ein Ersatzrad und noch einen Ersatzsplint. Der Splint ist für hier vorne. Alles klar. Wie lange dauert das ungefähr, die Saatrollen zu wechseln, also eine Kultur zu wechseln? Also wenn wir nicht umbauen müssen, ist das eine Sache von einer Viertelstunde. Eine Viertelstunde, alles klar. Ja, man muss das noch dazu sagen, die Jungs haben sich gestern so viel Mühe gegeben und haben die ganzen Säaggregate verschoben. Die waren alle auf 45 und haben jetzt für mich das Ganze auf 50 aufgeschoben, damit das mit meinem Strip-Till passt. Vielen Dank nochmal an Schröder Landtechnik. Tiefeneinstellung. Tiefeneinstellung können wir ganz bequem hier über diesen Schieber regeln. Und das ist wirklich ganz bequem. Ja. Darüber wird einfach bloß der Ausschlag der Räder begrenzt. Ja. Das ist alles. Wir haben, wie gesagt, das Rohr, also das Saatgut kommt hier durch, wird dann von diesem Sensor hier erfasst. Das ist der sogenannte Optogeber. Genau, gelangt dann durch Schussrohr und wird dann hier ist die Scheibe, hier ist halt der Auslass, wird dann mittig gegen diese Fangrolle geschossen. Mit ungefähr 50 km/h. Fangrolle ist vollgummiert und durch die Speichen hat sie eine selbstreinigende Wirkung und kann sich auch den Boden anpassen. Dann zu den Andruckrollen. Andruckrollen haben wir verschiedene Varianten. Hier haben wir jetzt unsere 50 mm profilierte Fangrolle. Dann haben wir nochmal 50 glatt und 25 glatt. Und eine Stachelrolle für ganz harte Böden. Was sind das für Schraubung? Was kommt da normalerweise rein? Wir haben auch bei der Fangrolle unterschiedliche Varianten. Wir haben noch eine gefederte Fangrolle. Die ist auch vollgummiert, allerdings geschlossen. Und dann kommt hier der Halter für die Feder ran. Aha. Die Feder können wir mit bis zu 10 kg Druck beaufschlagen. Wann nutzt man das? Direktsaat? Naja, für Feinsämereien. Rüben und Raps. Rüben und Raps. Das hier ist jetzt neu. Die Pro-Stopp-Fangrolle heißt die. Ist seit dieser Saison, bin ich der Meinung, auf dem Markt und das ist unser Allrounder. Okay. Damit sollen wir alles legen können. Okay. Können wir auch. Ob das am Ende klappt, das sehen wir. Okay, sehr gut. Genau, die die Andruckrollen. Wie gesagt, gibt unterschiedliche Varianten. Den Druck, den die machen sollen, können wir hierüber einstellen. Je nachdem, wie wir es brauchen. Können wir richtig aggressiv, also für richtig festen Lehm auch noch die Feder an sich verstellen, hier in dem Lochbild. Haben hier noch die Möglichkeit, den Winkel der Räder zu verstellen. Oi. Ob wir jetzt, einfach bloß den Saatschlitz zumachen wollen. Oder ob du ein bisschen Erde ranholen willst. Oder ob ich wegmachen möchte. Ach genau. Ob du wenn wir jetzt zum Beispiel Mais haben im ganz trockenen Jahr, ja, den möchten wir möglichst tief ablegen, damit er noch ein bisschen Feuchte hat. Ja. Ne? Aber er soll ja keine 10 cm Boden über sich haben. Dann wird das einfach, es wird dann eine Rinne gemacht. Schlaue Sache. Dann kann man auch ein bisschen Dämme formen. Man kann sich entscheiden, sozusagen, genau, ob man Dämme formt, genau, oder Dämme nicht. Genau. Ne? Man kann Dämme auf der Reihe oder Dämme zwischen den Reihen machen. Das ist stark. Das ist stark. Genau. Noch eine Frage, wie hoch geht der Schardruck? Schardruck können wir da aufschlagen mit 150 Kilo. 150 Kilo. 150 Kilo hat das Aggregat an Eigengewicht. Ja. 150 Kilo können wir nochmal drücken, also haben wir 300 Kilo. 300 Kilo Druck ist stark. Mit dem wir das Saatgut in den Boden bringen können. Das ist tatsächlich schon interessant für Direktsaat. 300 Kilo? Ja. Habe ich schon gemacht. Sieht gut aus. Also wir haben ja übrigens hier eine aufgehängte Variante, das heißt, oder eine aufgelöste Variante. Hier vorne haben wir den Fronttank für den Dünger, 2200 Liter. Wir haben jetzt eine Tonne Kieserit da drin. Ich glaube, wenn man mit Kieserit voll macht, wären es dann 3 Tonnen am Ende. Aber meistens ist DAP, dann könnt ihr ungefähr rechnen, 2 Tonnen. Das müssen wir jetzt noch einmal abdrehen. Da müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, weil das regnet hier. Und wir wollen das ja heute auch noch hier zu Ende bringen. Und die Jungs wollen das ja auch wieder zurückbauen. So, also zum Abdrehen gibt es da so ein iPad. Damit bedient man auch das Gerät, richtig? Genau. Das hängt so ein bisschen in der Kabine, habe ich schon ein paar Werbevideos gesehen. Können wir also mit rausnehmen. Sicherlich eine WLAN-Verbindung herstellen. Genau. Und dann können wir es von hier draußen abdrehen. Genau. Dann gucken wir mal hier auf das iPad drauf. Da haben wir die 90 Kilo eingestellt. Das ist wahrscheinlich Drehzahlintervall, sagt ihm von bis, von der Drehzahl. Lass mal, das spiegelt so schön, ne? So, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal da die Tüte einmal leer wiegen. Das kennen wir ja, das übliche Prozedere. Dann werden wir die sicherlich unterhängen. Da müssen wir den Wert eingeben, ne? Genau, und dann geben wir da den Kalibrierwert ein. Oh, schön, dass man das mit rausnehmen kann. Das erleichtert natürlich einiges.
Aber weißt du, was noch cool wäre, wenn hier so eine kleine Clip-Halterung fürs iPad wäre? Ach so. Ich dachte eine Schraube. Ja, so irgendwie so eine kleine Box, wo man das reinlegt, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, ich leg mir das hier hin, auf, ich komme da einmal gegen und dann fällt das runter. Das drücken wir einmal rauf, vordosieren. Ja, ist gut. Dass ich die Dosierräder einmal fülle. So, Tüte kommt nochmal unter. Wir müssen der Fairness halber erwähnen, wir müssen ungefähr hier stehen, damit wir WLAN von dem Trecker haben. Da vorne wird es etwas abgeschirmt. Und dann, wenn die Tüte unter ist, dann gehen wir da auf. Abdrehen. Und dann zählen wir hoch, bis wir da oben 7000 Impulse haben. So, da haben wir 5,25 Kilo. Und das Ganze müssen wir dann hier eingeben. So, ich habe jetzt erstmal meinen Fan schnell geholt. Während die Jungs da unten diese Furchenräumer oder Krümelsterne, ich weiß gar nicht, wie, die hatten einen speziellen Begriff bei Wedestad. Ich sag dazu mal Furchenräumer. Umgebaut haben. Ich will hier nämlich, hier haben wir ja gestern Steine gesammelt und hier am Vorgewende kommt man immer nicht so richtig rein ins Striptill. Ist ja alles ein bisschen nicht so wendig. Da will ich jedenfalls das nochmal neu auflockern. Also wir sind hier schon rüber, haben Steine gesammelt. Und ja, warum will ich das eigentlich so machen, in dem Verfahren, wie ich es jetzt mache? Striptill habe ich euch schon im Frühjahr so ein bisschen erklärt, die Vorteile. Das heißt, wir wollen den Boden eigentlich nicht bewegen. Wir wollen da oben Material lassen fürs Bodenleben, für die Regenwürmer. Und wir wollen am Ende auch kein, beziehungsweise wir sind ja dann einfach nicht so erosionsgefährdet, ne? Wenn wir letztendlich das Ganze in dem Verfahren so machen. Der weitere Vorteil ist natürlich, wir können inzwischen durch die Düngeverordnung nur noch sehr, sehr begrenzt Gärreste einsetzen, jetzt hier im Herbst. Der Grundgedanke ist einfach. Wir platzieren ihm die 10 Kubik unten drunter als Unterfußdünger. Wir lassen das Stroh oben drauf. Normalerweise hat man ja die Stickstoffsperre im Stroh. Das heißt, das Stroh zieht komplett jedes frei werdende Stickstoff an sich, weil es Humus, zersetzen sich will und Humus aufbauen will. Das möchte ich umgehen, indem ich einmal unten drunter eben die Gärreste platziere. Das ist der Grundgedanke. Das heißt, wir wollen vernünftig den ernähren nach wie vor. So, wir haben jetzt mal hier geguckt, die Ablagetiefe. Den habe ich ein bisschen rausgescharrt. Hier, da liegt einer drinne. Da unten und da. Die liegen höher. Und die liegen ein bisschen höher, ne? Also der räumt wirklich sehr viel weg, muss man sagen, hier an den Seiten. Ja, ich meine, es ist hauptsächlich fast eine Stroh, was er wegräumt, ne? Also wenn man jetzt hier mal so durchguckt, ist fast nur zusammengeschobenes Stroh. Aber da kann er vielleicht nicht ganz so aggressiv das Ganze beräumen. Nur ein bisschen, wa? Stellen wir zurück. So, wir haben jetzt noch ein bisschen rumgestellt. Guck mal, hier haben wir mit Räumsterne gemacht. Bisschen mehr Schardruck und 12,5 km/h. Und hier haben wir jetzt ohne Räumsterne kein Schardruck, also nur die Aggregate drücken auf den Boden. Ah, das sieht deutlich besser aus. Weniger Erdbewegung und die Ablage, das sieht eigentlich vorzüglich aus. Das sieht viel besser aus, als ich mit gerechnet habe. So, er hat jetzt schon mal hier 1-2 Hektar gemacht. Wir haben jetzt, ja, die Einstellung, glaube ich, habe ich gerade schon gesagt. Bin auch echt mit zufrieden. Mein Gedanke ist eventuell nächstes Jahr, habe ich ja schon aus mehreren Aspekten gesagt, vielleicht 1-2 Wochen vorher oder direkt nach dem Drusch das Ganze zu machen, damit der Boden sich so ein bisschen wieder setzt, weil es ist festzustellen, dass da, wo der Boden gelockert ist, ist er wirklich sehr locker. Und ja, wenn das Düngeschar sozusagen eintaucht, schiebt er den Boden ein bisschen rechts und links beiseite. Das ist ganz schön stürmisch heute. Das wollen wir natürlich vermeiden und was wir natürlich auch feststellen können, jetzt nach dieser Bodenbewegung, nach der ersten, kommt jetzt natürlich Auflaufgetreide hoch oder Ausfallgetreide. Dann wollen wir natürlich auch ja, in Zukunft diese Dämme vermeiden. Also im Prinzip soll es eigentlich nach der Saat aussehen wie vor der Saat. Und das kriegen wir, glaube ich, nur hin, wenn der Boden so ein bisschen vernünftig abgesetzt ist, ne? Weil jedes Mal, wenn wir Boden bewegen, regen wir natürlich Unkraut zum Keimen an. Wollen wir ja in erster Linie gar nicht. Aber hier so zwischen den Dämmen sieht das eigentlich ganz gut aus. Ne? Hier ist gar nichts passiert.
Hier haben wir jetzt die Saat drin. Und ihr kennt das Ganze hier noch aus dem Frühjahr, den Aufbau. Also genau in diesem V von der Lockerung vom Striptill ist das Gärrest in zwei Bändern drin. Einmal oben, einmal weiter unten. Dann der Unterfußdünger und das Rapskorn. Und wie gesagt, der Gedanke ist halt, der Unterfußdünger, muss ich sagen, ist 90 Kilo Kieserit. Das ist nur Schwefel und Magnesium. Und ansonsten haben wir hier Gärreste, 8 Kubik gefahren. Eine Tonne separierte Gärrest. Mehr war da nicht drin und gekalkt ist jetzt auch nochmal. Genau, das Ganze unterirdisch mit den Gärresten habe ich ja schon gesagt. Wir haben zum einen keine Nährstoffverluste. Moment, ich muss mal telefonieren. So, ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen länger erzählt am Telefon. Ich weiß jetzt gar nicht, von was wir gesprochen haben. Ich habe auch nebenbei ja wieder ein bisschen in der Erde rumgebuddelt. Und ja, also man muss schon sagen, die Saatgutablage ist schon krass. Da. Jetzt habe ich es rausgepult. Da ist es. Also egal, wo ich jetzt geguckt habe, top abgelegte, vereinzelte Körner. Und ja, ich muss euch sagen, Lisi kann sich das von mir von vor ein paar Jahren schon anhören. Hier sind ein paar Tempos in der Gegend, also ein paar Vedester Tempos fahren hier rum. Und die Vereinzelung ist wirklich krass. Also das ist, du fährst einfach an Stücken vorbei im Mais und du siehst, ob da eine Tempo war oder nicht. Wenn das so vorzüglich vereinzelt ist wie im Bilderbuch, ist es eine Tempo. Ist krass. Ich meine, das habe ich jetzt in der Prisea auch erlebt, aber die gibt es ja noch nicht so lange. Und die habe ich ja, beziehungsweise die gibt es ja hier noch nicht in der Gegend. Aber das muss man sagen, das ist schon krass bei der Tempo. Das ist echt verrückt. Aber ich musste eben, also jetzt beim reinen Mais, muss ich sagen, konnte die Prisea da auch absolut mithalten. Gefällt mir wirklich gut. Mein Gedankengang ist natürlich, den ich jetzt habe, ja, zum nächsten Jahr geht da noch ein Jahr mit EDX. Ich wollte eigentlich nur ein Jahr machen, aber ich habe auch gesehen, dass ich bei der Sonnenblume und halt je feiner die Sämereien werden, desto mehr Probleme habe ich da beim Vereinzeln. Und auch bei der Ablage ist natürlich bei weitem nicht so genau und so vernünftig wie das hier, ne? Muss man auch sagen. Das ist jetzt hier ein angehangenes Gerät, also ich habe ja gedacht, es kommt ein gezogenes Gerät, nee, ist aber nicht. Da muss man natürlich gucken, kann man den Mehrpreis für das gezogene Gerät buttern? Also funktioniert das mit den 400 Hektar, die ich da im Jahr mache? Oder eben nicht, ne? Das ist auch natürlich noch die Frage, die ich mir so stelle. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit kann ich meine EDX umarbeiten, dass sie da noch ein bisschen sich verbessert? Oder ist sie da einfach begrenzt in dem, was sie kann? Was ich auch eher glaube. Ja. Ach so, ich glaube, wir waren stehen geblieben beim Kieserit. Schwefel und Magnesium. Wir haben jetzt die Gärreste unter und wir haben natürlich gewissen Reststickstoff noch aus der Ernte. Der Gedankengang mit dem Kieserit ist halt, Schwefel begünstigt immer die Stickstoffaufnahme und verbessert immer die Stickstoffeffizienz. Und da ist es einfach so, wenn ich jetzt zusätzlichen Schwefel gebe, kann ich halt die Effizienz und das Gesamte, im Prinzip kannst du halt viel Stickstoff im Boden haben, aber wenn du entsprechend nicht den Schwefel hast, kriegst du den Stickstoff nicht pflanzenverfügbar, auch kriegt die Pflanze das schwerer aufgenommen. Deswegen ist der Gedankengang, ich packe jetzt Schwefel als Unterfuß mit rein und verbessere die Stickstoffaufnahme, die Stickstoffeffizienz. Und im Gesamten ist der Raps sowieso eine schwefelliebende Pflanze. Also bei Raps muss man deutlich auf den Schwefel, auf die Schwefeldüngung achten. Genau. Jetzt hier direkt nach der Saat würde jetzt bei mir eine Vorauflaufbehandlung kommen. Man muss sagen, viele machen sowieso eine Vorauflaufbehandlung mit dem Raps. Das heißt, sie würden jetzt hier eine Chlomazone-Behandlung machen. Ich verzichte aber auf dieses Mittel, weil ich das für diese Bedingung nicht als entsprechend gut empfinde, weil Chlomazone ist halt ein Bodenherbizid, ein relativ scharfes Bodenherbizid und hat halt den Nachteil, wenn das Saatgut auch nur einen Zentimeter zu dicht an der Oberfläche ist, dann greift es den Raps auch an. Und das wollte ich im Prinzip nicht oder davor habe ich auch Angst, weil wir sind hier im Striptill, wir haben keine perfekten Bedingungen. Das heißt, wir haben ja auch mal härtere Spuren, wo davon auszugehen ist, vielleicht liegt das Saatkorn nur einen Zentimeter tief. Wir wissen es ja noch nicht. Und da ist das, gehört das für mich einfach zu Risikominimierung, da im Vorfeld so eine Dinge zu bedenken und zu sagen, nein, ich mache das nicht mit diesem Mittel. Ich verwende ein Blattherbizid, was ich später nach Auflaufen des gesamten
sozusagen applizieren kann. Also die meisten Betriebe, und wir haben es früher auch gemacht, machen im Prinzip eine Zweibehandlungsstrategie. Das heißt einmal im Vorauflauf und dann einmal noch ungefähr in 3 Wochen im Nachgang. Und dann gucken sie, dass das Ganze sauber wird. Das versuchen wir natürlich jetzt auch. Im Prinzip hier einmal im Vorauflauf und dann einmal nochmal im Nachgang und versuchen, den dann halt sauber zu haben. Beim Ackergras, das ist tot, das Ackergras. Da würden wir jetzt keine Behandlung machen. Da warten wir halt, dass Unkräuter auflaufen und dass wir dann eine entsprechende Behandlung machen. Wir machen uns da schon ein bisschen mehr Gedanken. Ist klar, das Zeug ist wahnsinnig teuer. So, und wenn ich da 30, 40 Euro pro Hektar sparen kann, könnt ihr euch ausrechnen, ne? Wenn ich das bei jeder Maßnahme auf jedem Feld mache, bei 650 Hektar Acker, sind das mal eben, ne, 12, 15, 20, 30, 40.000 Euro, wenn man das Ganze ein bisschen durchdacht macht. Also, auch liebe Leute, die immer denken, wir nutzen Pflanzenschutzmittel ohne Verstand, das Zeug ist so dermaßen teuer, dass wir im Prinzip versuchen, damit das Ganze zu beseitigen. Ja, hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Strohreste. So eine kleine Mulchdecke jetzt. Ah, das ist natürlich schwierig, ne? Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen von dem Mulch reingesteckt. Da unten liegt's. Seht ihr das? Liegt wieder. Es war jetzt ein bisschen tiefer, weil es auch ein bisschen trockenes Stroh oben drauf liegt. Aber ist ja im Prinzip, würde das ja auch so geil aussehen, so wie es ist. Was ich auch bei meinem Nachbar festgestellt habe, mein Nachbar macht ein paar hundert Hektar Raps jedes Jahr mit der Tempo. Auch wenn man die Strohhaufen hat oder Stellen mit viel Stroh, dann bekommt einfach die Vereinzelung das hin, dass auch in diesem Haufen ein Korn liegt, was am Ende hochkommt. Das hat es natürlich schwerer, weil das Stroh den ganzen Stickstoff an sich bindet, ganz klar. Aber es ist da. Das heißt ja, im Gesamten kann man immer dazu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, ist die Vereinzelungstechnik und immer die bessere Wahl. Weil immer die Ablage, die Saatgutablage, die Vereinzelungsgenauigkeit ist immer besser als bei einer Drillmaschine. Und wenn sie noch so neu und noch so gut ist, muss man trotzdem sagen, bei der Drillmaschine ist, wie es letztendlich in die Rohre verteilt ist, immer ein gewissermaßen eine kleine Zufälligkeit dabei. Und deswegen, wenn man die Wahl hat, vereinzelt. Mein Gott, Leute, dieser Wind kommt so ungünstig heute. Wir müssen ja nochmal zum Friseur. Bevor wir zu New Holland fahren, muss ich unbedingt nochmal zum Friseur. Und dann gehen wir uns jetzt gleich mal reingucken, wie das Ding da drin aussieht. So, jetzt sind wir auf dem Ackergras angekommen. Ja, man muss sagen, also weich ist der Boden schon, ne? Gelockert ist der. Man kann da richtig Spuren reindrücken mit dem Fuß. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht das Gerät draus, ne? Der Gerät. Wie performt er? Wird eine spannende Sache. Ja. Ah ja, ist weich. Definitiv. Definitiv. Wir müssen mal gucken, also auf den Stoppeln konnte der schon mal überzeugen. Überall da Stellen nachgeguckt. Also überall hat die Ablage absolut gepasst, muss ich sagen. Muss ich anerkennen. Keine Kritikpunkte gefunden. Ja. Jo, jetzt fährt er mal hier durch. Was natürlich ist, ist natürlich teilweise ein bisschen uneben gekommen jetzt durch Steine, die so unterirdisch den Boden hochdrücken. Wenn man das mal hier so sieht, ja. Da werden wir mal sehen, was er hier so macht. Ob er schon mit Gebläse fährt. Na, was ich auf jeden Fall sehen kann, glaube ich, seine Linie passt nicht mit meiner Linie zusammen. Nee, er legt genau da, wo er nicht legen soll. Und ich weiß auch nicht, ob hier schon was drin ist oder nicht. Ob wir hier was finden oder nicht. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da ist ein Regenwurm. Da, ausgegraben. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, da müssen wir ein bisschen nachjustieren. Genau, weil er hätte hier reinlegen müssen. Da hätte er reinlegen müssen. Nicht da, da. Das ist manchmal so ein bisschen der Punkt, was ich auch schon festgestellt habe, wenn man die Linien von John Deere auf Fendt übernimmt, muss man die manchmal ein bisschen anpassen. Dann werden wir hören, was er gleich sagt. Nicht. So, wir nehmen jetzt nochmal den Schadendruck auf 100 Kilo hoch. Wir haben hier nämlich, ja, also teilweise schneidet der nicht richtig durch die Narbe. Da muss man sich erstmal ein bisschen
Einspiel ist aber alles nur eine Einstellungssache. Im Endeffekt sollte das gut funktionieren. So, wir haben jetzt noch zwei Bahnen mit Furchenräumer gemacht. Aber ich glaube, das sieht nicht besser aus. Ich glaube eher im Gegenteil. Das sieht sogar schlimmer aus, weil wir dann keine konstante Ablage bekommen. Also er räumt ja nicht alles raus und nicht alles rein. Wahrscheinlich müsste man den noch aggressiver nehmen. Aber dann fahren wir es lieber so in den Einstellungen, wie wir es vorher hatten. Glaube ich, das ist dann doch besser. So, ein bisschen feinjustiert. Ich würde jetzt sagen, das sieht gut aus. Wir haben diese Furchenräume wieder rausgenommen. Haben jetzt noch ein bisschen hier auf der Linie ein bisschen feinjustiert. Ja, sind jetzt eigentlich auch der Meinung, wir sind da gut drauf. Treffen die ganz gut. Ja, was natürlich die Stellen sind so problematisch, wo er die Grasrosen so ein bisschen rausgeworfen hat. Ne? Ich muss dann auch sagen, das hier ist natürlich ein Extremfall. Also ich weiß nicht, ob ich so das in der Form noch mal haben werde, weil wir genau sehen hier, da liegt jetzt das Korn, ne? Das kommt jetzt hier durch diese Stellen
wo wir natürlich hier so Steine hatten und so, ne? Das kriegt im Prinzip keine Läge da gut hin, so schnell sich danach regulieren. Das ist Fakt. Was wir noch ein bisschen einstellen können, ist den Unterfuß tiefer, weil der liegt hier teilweise oben drauf. Beziehungsweise den Unterfuß noch ein bisschen stärker einstellen, dass der schön durchschneidet. Und dann glaube ich, haben wir das. Sieht auf jeden Fall so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne, sieht gut aus, gefällt mir. Wenn man jetzt auch teilweise sieht, hier liegen welche oben drauf, aber wirklich wenig Bodenbewegung, ne? Müssen natürlich gucken, wie der Feldaufgang ist. Hoffe natürlich gut. Die Problematik ist, ich glaube, ihr habt es auch gerade gesehen, der Boden ist halt hier, das Gras ist wie so ein Pflaum. Und wenn er sich halt hier so drückt, ne, dann muss er erstmal entsprechend gegenhalten. Das muss er auch erstmal schaffen, sich durchzuschneiden. Aber wenn man den Boden so sieht, ne, wie krass krümelig der ist, ne? So über die 4 Jahre ohne Bearbeitung, ist schon krass, wie sich das so entwickelt. Wie schön der krümelt, wie schön das im Gesamten aussieht. Also ich bin der Meinung, wenn die Aussaat passt, sollte das hier der beste Raps werden. Weil es halt sehr ausgeruhter Boden, sagt man. Die Bedingungen sind halt perfekt. Gucken wir mal. Ich würde mal sagen, wir fahren mal eine Runde mit ihm. Ja, also das ist unser Bedienteil. Wir können die Tempo mit dem iPad bedienen, als auch mit dem Terminal vom Schlepper. Wir haben auf dem iPad haben wir 3 Button, die wir beliebig einstellen können, je nachdem, wie wir sie brauchen. Wir können genau uns den Schardruck anzeigen lassen, wir können die Drehzahl vom Gebläse anzeigen lassen, die Drehzahl vom Düngergebläse, die Geschwindigkeit und die Hektar, die wir gelegt haben. Aktuell habe ich die Geschwindigkeit, die wir fahren, die Hektar, die wir gelegt haben und die Kilopascal, die wir im Seeherz haben. Ja, muss man je nachdem, was man für eine Kultur hat, einstellen. Für Feinsämereien fahren wir so bei zwischen 2,5 und 2,8 Kilopascal. Eine Herren beim Mais ab 3 Kilopascal. Je nachdem, wie groß die Körner sind. Dann haben wir hier ein Diagramm, das uns eine Herren beim Drillen in Echtzeit anzeigt, die Belegung oder die Belegungstendenz zur Doppelstelle und zur Fehlstelle hin. Im Prinzip ja ziemlich einfach aufgebaut, muss man sagen. Das meiste ist ja eigentlich nur noch zur Überwachung, ne? Genau. Eine ist das, ja, wirklich reine Überwachung, ne? Wir sehen auch hier jedes einzelne Aggregat, wie das ausbringt, was man verstellen kann. Vorhin hatten wir den Fall, dass ein Aggregat eine hohe Tendenz zur Fehlstelle hatte. Sind wir rausgegangen, haben das Aggregat eingestellt, haben den Singulator um eine Stufe verstellt und schon funktioniert das wunderbar. Dann fahren wir erstmal weiter und dann gucken wir uns das an, wie wir uns mit der, wie wir uns das hier mit der Belegung angucken können. So, also da oben sieht man jetzt, da dreht sich so ein bisschen die Rädchen, das heißt Saatgut kommt raus und Dünger kommt raus, Saatgut soll 300.000, also 30 Körner auf Quadratmeter, 300.000 hinkommen und ja, da seht ihr im Prinzip, jetzt schaltet er die Reihen weg, die einzelnen. iPads sind nicht kamerafreundlich. Ja, das ist leider so. Genau, und jetzt sind wir am Ende angekommen. Im Prinzip sieht man halt eine Über- oder Unterbelegung der ganzen Reihe und so kann man das Ganze überwachen, ne? Ob noch ausreichend rauskommt. Und entsprechend würde ja sicherlich auch die Reihe anzeigen, wenn das Saatgut in einer Reihe ist, ne? Genau. Wir hatten oder wir haben in einem Behälter einen Füllstandssensor verbaut. Aber eigentlich brauchen wir keinen Füllstandssensor, da wir unter jedem Aggregat eine Lichtschranke verbaut haben, den sogenannten Optogeber, der jedes einzelne Korn erfasst, was da durchgeht. Und hat er in einem bestimmten Abstand keine Körner, die durchkommen, macht er Meldung ans iPad, dann steht da Körner pro Sekunde und dann wissen wir, dass wir aussteigen müssen und Saatgut nachfüllen müssen. Jetzt könnt ihr übrigens ein bisschen das Section Control sehen. Wir haben hier ein Vorgewende drin. Das Gerät geht gleich runter.
Jetzt geht das Gerät schon runter, es legt aber noch nichts. Und erst wenn jetzt das Section Control sagt, jo, geht los, dann wird gelegt. Und dann sieht man da die Belegung der Reihe. Man muss sagen, schön einfach aufgebaut, gefällt mir wirklich gut, das Terminal. Nicht viel Schnickschnack dran, einfach solide, keine 20.000 Untermenüs. Genau, wir haben hier noch ein Untermenü, wo wir den Schaddruck regeln können. Ne, den können wir bequem hier aus der Kabine entweder erhöhen oder niedriger machen. Wir können die Aggregate auch ein bisschen anheben, sollten wir in den Sand kommen. Aber gut, das denke ich mal, brauchen wir heute nicht hier im Ackergras. Schwierige Bedingungen, wie man sieht. Ist wirklich schwierig, Leute. Wenn das Gerät das gut hinkriegt, was wir am Ende sehen beim Feldaufgang, dann kriegt ihr, glaube ich, wirklich fast alles gut hin. Gut, das soll erstmal hier aus der Kabine gewesen sein. Kleine Einweisung, ausreichend, denke ich mal. Bis später. Ja, Leute, Tempo ist zurück. Gerade noch mal mit meinem Verkäufer drüber gesprochen. Ja, muss man einfach mal sehen, was die Zukunft so bringt. Jetzt haben wir eben noch das Saatgut und den Dünger rausgemacht. Gut, Saatgut rausnehmen geht relativ einfach, geht zügig, muss man sagen. Ist eine feine Sache. Beim Dünger ist mir aber, zwei Punkte sind mir beim Dünger wirklich aufgefallen. Zum einen, die Entleerung ist nicht wirklich schnell gemacht, muss man so sagen. Also das ist, ja, im Prinzip das Erste, was der Fahrer gemacht hatte, war das iPad rausholen und ich tippe mal die ganze Zeit auf Vordosieren oder so, hat er getippt. Das ist natürlich, ja, wie wirst du da unten, keine Ahnung, einen Sack festhalten, wenn du nebenbei beim iPad Vordosieren drücken musst. Also anscheinend gibt es da keinen Entleerungsmodus und ich habe da auch nachgefragt, den gibt es wohl nicht. Und habe ich gemeint, ja, kann man denn nicht die Vereinzelungstrommeln rausziehen? Ja, Quatsch, Vereinzelungstrommeln. Kann man denn nicht die Dosierwalzen rausziehen? Doch, hat er dann am Ende doch gemacht und rausgezogen und dann funktioniert auch eine Entleerung. Man muss aber sagen, der Düngertank ist auch ein bisschen so gemacht, der geht nie restlos leer. Das heißt, da liegen immer 20, 30 Kilo ein bisschen in der Ecke drin. Und dann noch obendrauf ist mir auch aufgefallen, als ich dann gesagt habe, hier, klappt doch mal auf, ich hole mal einen Besen, wir fegen das da unten fix rein, hat er gesagt, nee, geht nicht, ist verschraubt. So. Ich hätte gedacht, da sind Scharniere und das wenigstens das vordere, das einfache kann man da einfach mal aufklappen, um da einmal reinzukommen, aber das ist tatsächlich mit 13er Schlüssel verschraubt. Das ist so ein Punkt, den muss ich anmerken und muss sagen, ja, sieht eventuell nicht ganz so gut aus. Also beziehungsweise gefällt mir nicht ganz so gut. Ein weiterer Punkt ist, was ich heute doch gemerkt habe und ja, was ich am Ende auch anmerken muss, diese Arbeit mit dem iPad in der Kabine funktioniert das super. Beim Herausnehmen, beim Abdrehen und auch beim Entleeren gibt es halt Probleme. Wenn du halt nicht irgendwie seitlich dicht dran steht an der Kabine, verliert das iPad relativ zügig das WLAN und du kannst es dann doch nicht mehr bedienen und fernsteuern. Also es mit nach vorne nehmen und beim Wiegen funktioniert dann doch in der Form wieder nicht mehr so richtig, wie man sich das eigentlich vorstellt. Das würde ich so als Kritikpunkte anmerken. Ansonsten solides Gerät, absolut, absolut. Ist wirklich ausgereifte Technik. Sehe ich auch hier auf meinen ganzen Nachbarbetrieben und wie gesagt, bei der Vereinzelung, bei den Zuckerrüben und bei dem Mais, was man so jährlich sieht, das sieht nach was aus. Das ist definitiv so. Ja, Bedienung. Übersichtlich, einfach gemacht. Denke ich mal, ist für viele Fahrer was dran. Auch außen ist nicht, was ein Wunderwerk an Technik, ziemlich einfach gehalten. Sagt mir alles im Allen wirklich zu, das Gerät. Und ja, letztendlich kann ich tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, warum ich bei diesem Gerät mir das vorstellen kann, mit einem aufgesattelten System. Ich finde das im Gesamten nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ein gezogenes Gerät ist besser. Aber die Preisdifferenz liegt wohl um die 30.000 Euro zu einem gezogenen Gerät. Das ist natürlich eine Menge Holz. Dann muss man erstmal wieder mehr verdienen. Und ja, wie gesagt, wird sich bei mir wahrscheinlich dann auch nicht rechnen. Ist zu viel. Also wenn man bedenkt, dass dann das gezogene Gerät doppelt so viel kostet wie damals meine EDX. Ne? Das ist ungefähr so das an ne? Das könnt ihr euch erstmal vorstellen, was das eine immense Dimension ist. Wenn ich jetzt das Doppelte für meinen Mais in der Zeit auch kriegen würde, wäre das alles gar kein Problem. Aber ansonsten müssen wir weitersehen. Eventuell muss ich noch ein Jahr mit meiner EDX machen und dann mal weitersehen.
einfach mal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Also ich werde mich da, denke ich, nicht erstmal vorerst nicht so schnell entscheiden. Ja, das war's. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt noch beim Zugucken vom Umbauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.